Welt der Bücher ist für Sabine Hanel Beruf und Leidenschaft zugleich. Die Doktorandin an der Universität Erfurt ist viel herumgekommen. Ihr Studium der Geschichte hat sie bis nach Japan geführt. Ihrer Geburtsstadt Erfurt ist sie dennoch treu geblieben. Ich bin Sabine. Ich komme aus Erfurt, bin hier aufgewachsen, war zwischendurch ein paar Jahre weg, um woanders zu studieren. Bin wieder hergekommen, weil ich die Stadt einfach sehr, sehr schön finde, sehr lebenswert, sehr modern ist sie geworden, aber auch eine alte Stadt. Ich liebe diese Stadt und eigentlich möchte ich auch gar nicht mehr weg. Und ich will euch heute die drei schönsten, meiner Meinung nach, drei schönsten Ecken der Stadt zeigen. Sabine Hanel führt uns in die historische Altstadt und zu ihrer ersten Empfehlung, dem Theater Weitspeicher. Vom Domplatz führt eine schmale Gasse zum Theaterhaus. Das Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ich stehe vor dem Weitspeicher. Das ist das Puppentheater bei uns in der Stadt. Also ein Theater, wo man Stücke mit Puppen, mit Stabpuppen, mit Marionettpuppen sehen kann. Manche Stücke, wo der halbe Schauspieler eine Puppe ist. Das, finde ich, ist was ganz Besonderes. Das sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ich nehme dann auch sehr gern die Gäste mit, wenn ich Besuch habe. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt da rein. Ich bin Kaxel Axel, steige gern auf jeden Berg. Märchenhaftes, aber auch modernes Puppentheater für Kinder und Erwachsene. Um die 300 Aufführungen realisiert das Theater jedes Jahr. Manchmal ist ein Blick hinter die Kulissen möglich. Alle Puppen des Theaters sind selbst gebaut. Über den Anger geht es weiter zu einer der zahlreichen mittelalterlichen Kirchen der Stadt, der Wigberti-Kirche. Jetzt zeige ich euch einen Ort, den kaum in Erfurt jemand kennt. Das ist hinter diesem Portal. Kommt mit. Der versteckt gelegene Wigberti-Hof ist Sabine Hanels zweite Empfehlung. Das ist ein Ort, wo auch einfach wenig Leute hinkommen und ich mich wohlfühle, weil das einfach eine so grüne Oase ist. Ich habe das für mich gefunden. Vor ein paar Jahren, als der neu gemacht wurde, wurde das so schön gestaltet mit dem Brunnen und mit diesem großen grünen Baum. Einst Teil eines Klosters reicht die Geschichte dieses Orts zurück bis ins 12. Jahrhundert. Mitten im Zentrum und ebenfalls etwas versteckt, nicht weit von der Gera, befindet sich Sabine Hanels dritte Empfehlung, das Café Füchsen. Es ist bekannt für seine Kaffeespezialitäten und wird gern von Studenten besucht. Ich bin in den Füchsen, eins der Cafés, die ich ganz besonders mag hier in der Stadt. Guter Kaffee, guter Kuchen, gutes Essen und vor allem viele regionale Sachen. Und das mitten in der Stadt, ganz kuschelig, ganz klein. Das ist was, was ich richtig gut finde und ich freue mich, dass das Café hier hinter der Krämerbrücke aufgemacht hat. Seit 2009 kann man hier Kaffee trinken. Eigenkreationen des Chefs. Denn Thomas Schindler ist ein Barista, ein Meister der Kaffeezubereitung. Darum ist der Kaffee im Erfurter Füchsen nicht irgendein Getränk, sondern Herzenssache.